Neue Woche, neues Glück. Wir machen uns ready fürs Gym. Lukas hat mich im Stich gelassen, weil er heiratet. Ja, Lukas, ich sag dir jetzt, wie es ist. So wird es halt auch nichts. Also wenn du es halt nicht ernsthaft angehst und jetzt einfach mal kurz heiratest und sowas. Ja, Digga, dann kannst du es auch komplett lassen mit dem Gym. Mann, ey. Heute brauchen wir den Fokus. Und eine Geschichte, die natürlich auch nicht fehlen darf an diesem wichtigen Tag. Aus dieser Zaubertruhe. Oh, nö. Die guten Alten. Hallo. Du hilfst mir, ne? Wenn die Cookies runterfallen bis zum Start. Aber warum wir eigentlich hier waren? Haribos. Die brauche ich heute mehr als alles andere. Das Ding ist eigentlich, sagt Lukas mir immer, okay, wie viele Sätze haben wir noch, welche Übung kommt als nächstes. Ich bin ein bisschen überfordert, deswegen fange ich auch mit Rudern an. Normalerweise Latzug. Lukas, wenn du nochmal heiratest, knallt's. Boah, es ist schon warm geworden, oder? Eigentlich habe ich heute auch gar keinen Bock, aber es muss halt gemacht werden. Ich sage euch, wie es ist. Wenn ihr keinen Bock habt, geht trotzdem. Weil am Ende denkt ihr euch so, eigentlich schon geil, dass ich gegangen bin. Muss ich morgen nicht gehen. Ja, wir packen zusammen. Ach, hallo. Ihr seid's wieder. Ich bereite hier gerade meine Burger vor. Es ist schönes Wetter, wie man sieht. Bis eben hat noch die Sonne geschienen. Jetzt gewittert's zum Glück. Ich bin hier gerade das Fleisch am Gewürzen, woraus ich jetzt Patties mache. Wie viel Gramm machen wir? 100, oder? Okay. Jetzt werden die gepresst. Nein, no, das geht voll gut. Hä? Guck mal. Hä? Guck mal, wie gut. Hallo, sag mal was. Das sieht aus, guck mal, die hat André gekauft. Das ist das Gleiche. Nur, dass hier ist mageres Rindfleisch natürlich, weil ich natürlich hier, ich achte auf mein Dings. Guck dir mal bitte an, wie gut dieser Patty geworden ist. Das ist das Gleiche. Oh, ich muss den Grill vorheizen. Das Wetter lädt auch ein zum Grillen einfach. Das Ding ist schon mal gut warm. Hoffentlich zerlegt er sich jetzt nicht hier. Das wäre, oh nee. Scheiße. Ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hätte es nicht durchdacht. Ach Mann, ey. Das ist jetzt ein bisschen enttäuschend. Guck dir das mal an, den zerlegt es komplett. Wir haben gleich einfach Hackfleisch. Ja, schade. Hast du dir mal dieses Rezept hochgeschrieben, wie man eigentlich so Burger Patties macht? Nee. Ach so. Jeder kann auch Burgers machen. Ja. Warte. Ah, vielleicht, wenn wir Glück haben. Ja, du musst hier eigentlich jetzt noch was drauflegen. Kannst du kurz André begleiten, wie er sich seinen Burger belegt? Hat er dir jetzt unsere gegeben? Das hat Meff, ne? Ist, Er hat einfach den Kack, diesen Kack zerfallenen Dings dir gegeben. Du hast einfach André den zerfallenen Patty gegeben, anstatt seinen eigenen. Ja, der kriegt beide, soll ja auch den probieren. Hä? Was bringt das, wenn er einen probiert, der nicht von mir gezaubert ist? Ich habe gleich 40 Minuten Footage, wie André einen Burger baut, oder? So, und jetzt packen wir den Aal hier nochmal drauf. André, warte, ich kann dir auch deinen Patty jetzt geben. Aber ich habe auch so den eins ein bisschen zu viel getoastet. Wenn das kein Burger ist, dann weiß ich auch nicht. Ja? Scheiße! Ich bin überfordert! Kannst du mir irgendwas geben? Ich bin... Hilfe! Ja, was macht man jetzt? Ich hör auf. Ich bin überfordert, ich will jetzt auch was essen. Der sieht schon gut aus. Ja. Aber ist halt Salat drauf, das wissen die wenigsten. Aber schmeckt voll gut. Ne? Gut gemacht, André. Wir machen einen Shop auf. Mavsburger.com. Das schmeckt echt gut. Feedback? Schon so, ne? Also sagen wir die Patties selber. Ihr habt's gehört, overall 10 von 10, richtig gut. Was kann man auch anderes erwarten, wenn ich hier den Grill anschmeiße? Wir gucken uns die Geschichte an. Es ist jetzt alles ein bisschen professioneller geworden. Maschallah, ich bin einfach auch der amerikanische Vater. Wann wandern wir aus? Einfach auch Krümel am Mund bist du. Nächste Woche. Perfekt. Ich möchte so sein wie Elon Musk.
Ghost Rider im Hyperloop die ganze Nacht. SpaceX Shuttle ja Working Hard. Solar City strahlt bis zum Mars. Ich möchte so sein wie Elon Musk. Rider im Hyperloop die ganze Nacht. Wie ist der Gemütszustand nach einem erfolgreichen Essen? Tja, ich bin so müde. Das gibt's gar nicht. War gut. Das war gut, aber irgendwie. Essen ist auch nicht gesund, glaube ich.